Deutschland, eines der reichsten Länder der Erde, nimmt bei der Wahrnehmung und Umsetzung der Kinderrechte nur einen beschämenden Mittelplatz ein. Dies zeigt zum Beispiel auch die aktuelle Diskussion um die Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung. Auch in der Kinder- und Jugendhilfe müssen wir noch vieles verbessern, damit die Rechte von Kindern und Jugendlichen noch stärker verwirklicht werden. UN-Kinderrechtskonvention ist so etwas wie ein Grundgesetz für alle Kinder dieser Welt. Sie gilt natürlich auch in Deutschland, für alle Kinder in Deutschland, auch für Kinder mit Migrationshintergrund. Sie geht aus von der unantastbaren Würde jedes Kindes und sie bietet natürlich Forderungen an die Politik, aber sie ist auch eine Selbstverpflichtung für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass sie über Rechte informieren, dass sie die Kinderrechte in die Konzepte und in die Leitbilder aufnehmen und dass gute Qualität heute heißt, sich an den Kinderrechten zu orientieren. Die UN-Charta sagt, Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge, auf ein Leben ohne Armut, auf gesunde Ernährung und einwandfreie medizinische Versorgung. Wir sollen das Wohl der Kinder stets vorrangig berücksichtigen. 80.000 Kinder in Deutschland stehen vor der totalen Verwahrlosung. Weißt du, was das heißt? Dritte Welt in Europa, Mann.